Ja, huhu, hier wieder beim Quali und bei einer ganz lustigen Runde Halloween The Secret World. Mit dem Malael, mit dem Grezzard und mit der Terra May. Ah, die Frauen zuerst. Ich hab's wieder verbockt, oder? Ja, du hast es wieder verbockt. Ab in die Ecke. Du bist kein Gentleman. Hab ich das jemals behauptet? Ja, zumindest ist Terra der Gruppenanführer. Ja, ich habe die Macht. In Folge 27 hast du gesagt, du bist ein Gentleman. Okay, das lässt sich ja überprüfen. Ja, wir haben in der Secret World, wie auch... Halloween war schon eigentlich in der richtigen Welt, aber wir haben in der Secret World immer noch Halloween. Und da gibt's ein paar Quests und mal gucken, ob ich die noch, bis das Event endet, alle aufgenommen kriege. Wir machen heute die erste Quest von Madame Rouget. Ne? Hey, du hast unsichtbare Flammen. Da, super. Cool. Ja, muss ich auch mal sagen. Hat mich genauso überrascht wie dich. Yeah. Okay, alles klar. Und da fahren uns Leute durchs Bild. Herzlich willkommen in meinem Let's Play. Und ja, wir kriegen hier so Telefonanrufe und dann gucken wir doch mal. Ich habe ein Katzenproblem. Ja, das ist übrigens Karl auch wieder dabei. Ja. Und wie heißt denn die Geisterkatze da? Minx. Minx. Und noch jemand im roten Kleid. Hi. Das war so typisch. Nein, jemand eine Leine und einen Maulkorb und vielleicht noch ein Blindfold. Also irgendwie muss ich den Kerl mal an eine Kette nehmen. Gagball wäre wirklich schlecht. Ja? Geht's dir? Gut. Ich mag deine Muschi. Oh. Du bist so pervers. Die Katze, seht ihr die Muschi? Ja, nee, ist klar. Oh Gott. Ja, ich mache jetzt... was ich sage, nicht was ihr versteht. Ja. Das ist der ganz persönliche Horror, den wir hier jeden Tag erleben in der Secret World. Alles. Aber den können wir nicht mehr. Ja, genau. Reza, sag auch mal was. Nimm mich in Schutz. Ich will nicht. Seht ihr, was ich hier durchmachen muss? Alles neben mir. Wenigstens hört sich das mit der Leine ganz gut an. Ja, alles klar. So, ich höre jetzt mal hier die Telefonnachricht ab. Hey, Sie erinnern sich vielleicht nicht. Kingsmith, Kristallkugel, falscher Akzent. Raben? Also, wie auch immer, ich will nicht nur Hallo sagen. Trotzdem. Hallo. Nun, es begann mit Andy. Dann kam ich, dann die ganzen Kätzchen. Ja, das klingt komisch am Telefon. Also, ich würde nicht bloß wegen verschwundener Katzen anrufen. Meine sind zwar verschwunden, aber andere schreien, erheben sich, krallen sich ins Gehirn. Ich vermisse wirklich die Raben. Was für eine lustige Szene. Es hatte was von Benny Hill, ja. Vielleicht schneide ich das da drunter. Oder als Intro so. Die ganzen Zombies durchs Bild laufen. Dann hast du ja wenigstens ein gutes Intro, nicht immer nur The Secret World. Nein, meine ich ernsthaft, das ist doch. Ich habe eine Videosequenz für die Zuschauer hier. Weiße Katze kreuzt den schwarzen Pfad. Sein Schweif hängt aus seinem Mund. Die Ohren hat er in der Hand. Er setzt sein Gesicht auf. Die 13 hängen an ihren Zungen. Sie nennen ihn König, der Gott der Krallen. Streuner versammeln sich, strecken Pfoten aus. Er nimmt ein Messer. Oh Gott. Erst die Schnurrhaare, dann den Schweif. Die Augen schält er heraus mit... Ich denke, wir lassen die Einzelheiten weg, ja? Ich meine, wenn Sie Namen sehen, Adressen oder... So läuft das nicht, Andy. Sind Sie das? Punch, Friday, Dexter,
Ach, Dolly. Es ist 20 Jahre her. Und ich habe immer an sie gedacht, aber nie so wie jetzt. Ich dachte, vielleicht könnten sie... Oder vielleicht sollte ich... Oder sie sagen mir... Oh, Schätzchen, es ist schwer, Details zu erkennen. Ich sehe so viele Katzen, zusammengedrängt, in Angst, versammelt für... jemanden, etwas. Meine waren auch da. Das heißt, sie waren alle da. Trotzdem, wir sind nicht schuld. Jemand macht sie blind. Also ich, könnten Sie die gruseligen Details bitte weglassen? Außerdem muss ich wirklich zurück zu... zurück, also wieder raus, denke ich. Sagen Sie niemanden, ich wäre zimperlich oder so. Es sind ja nur Kätzchen, oder? Trotz der Vorfälle liegt den Leuten manches noch am Herzen. Das ist doch was wert, nicht wahr? Immer an Halloween, ja? Danke fürs Kommen. Ich kann kein Kätzisch. Aber ich sehe, was Sie sehen. Was Sie zu sehen glauben. Es ist... grausam. Kalkuliert. Jemand reißt ihre Schweife aus, offensichtlich. Aber da ist noch mehr. Jemand stellt etwas her. Näht Teile zusammen. Es geht nicht um meine Albträume oder um Andy. Nicht einmal um Kingsmith. Da ist jemand und der zerrt an diesem richtig dicken Vorhang. Und... ich glaube, er darf ihn nicht runterkriegen. Okay. Jetzt müssen wir dieses Foto anklicken. Oh, süßes Katzenfoto. Kurz. So, und ein Katzenhalsband anklicken. So. So, und jetzt müssen wir rausfinden, wo die Katzen graben. Gott sei Dank wissen wir das schon halbwegs. So. Deswegen geht das alles ein bisschen schneller. Oh, guckens hier. Bist du wieder im Imponiergehabe? Achso, ihr seid schon wieder da, okay. Ja. Genau. Alles klar. Ich fühle mich übrigens ein bisschen klein hier. Meine Lebenspunkte, ich habe keine Schilde, kein gar nichts, aber naja, gut. Deine Lebenspunkte. Du bist gerade mal 100 unter mir. Also nicht mal 100 Punkte, draußen. Lebenspunkte. Haben Telefon an. Katzensachen gemacht. Stöbern, kratzen, Blumen ausgraben. Haben niemanden gestört. Mich schon gar nicht. Jetzt graben sie auch Sachen aus, aber keine Blumen. Ganz sicher keine Blumen. Ja. Die Katzen graben bestimmt auf dem Friedhof, nicht wahr? Also ab aufs Hoverboard und zum Friedhof. Yay. Yeah. So, und hier können wir jetzt ein bisschen kämpfen. Läuft. So, es gibt auch hier ein Halloween neues Wissen. Samhain 2012. Da, wo die Leute noch genug Geld hatten, um deutsche Synchronuntertitel und Synchronstimmen zu machen. So, wo graben die Viecher denn jetzt eigentlich hier? Du bist total blind, ich bin ne? Blind. Du bist genau hier. Ach, ich ja, ignoriere nur diese ekligen Katzen. Hey! Katzen machen, dass ich nicht atmen kann. Ja, aber meine schon. Ja, deine ist eine genau. Geisterkatze, ja. Ja, also. Und die von Blizzard auch, weil das ist eine Tentakelkatze. Wenn die verteilt die nur kleine Schleimpfützen. Ja, die besteht aus dem Schmutz. Und ich glaube, wenn da brauchst du dir andere Sorgen machen als Atemprobleme. Okay. So, was auch immer Andy heimsucht, finden und töten. Meine
Ja, töten! Was war das nochmal? Ich glaube, das hatte was mit Wasser zu tun und Kätzchen. Mit Wasser und Kätzchen? Ja, kannst du dich noch erinnern, was Andy damals erzählt hat? Nein. Ja. Sein Vati ist mit den Kätzchen auf Wasser heraus. Und dann ist er später ohne Kätzchen wiedergekommen und hat ihm gesagt, die lernen heute schwimmen. Ja, haben sie dann doch bestimmt. Oh, tolle Geschichte. Die werde ich meinen Kindern erzählen, wenn sie geboren werden. Okay. Wasser. Gibt's hier jede Menge. Ja. Genau wie Zombies. Mehr Zombies. Wir folgen der Frau mit dem Hut. Frau? Oh. Okay, ich erinnere dich bei Zeiten dran. Sie ist eine Lady. Das steht in ihrem Namen. Den Titel muss man sich verdienen. Hat sie schon. Okay. Das wird so was kosten. Naja, die Sache mit der Leine, darauf können wir gerne näher eingehen. Aber doch jetzt nicht im Video. Also, naja. Werwölfe. Das sind Bärkiddies. Aber sie sehen echt aus wie Katzen. Natürlich, vom Gesicht her. Werwölfe haben längere Schnauze und größere Zähne. Und die heulen, die haben nicht geheult, die haben miauknurrt. Was? Das ist ein normales Wort. So, jetzt müssen wir nach Solomon Island. Und wo sind da wohl Katzen? Ich weiß es. Auf dem Katzenfriedhof. Ja, dann los. Auf dem Katzenfriedhof. Und dann willst du auch noch meine Geisterkatze plattfahren, weil du genau mit dem Reifen gerade auf die gesprungen bist. Vielen Dank fürs Gespräch. Es tut mir leid, ich wollte... Nach der Aufnahme. Ich wollte Karl erwischen. Na? Der fliegt einfach nur weg. Tut er gar nicht, der ignoriert. Ja, weil er es okay. kann. Okay, Karl, es steht 2-0 für dich. Schlimm mit dir, echt. Ja, wo gibt es hier Katzen auf Solomon Island? Na, bei der Katzenfrau. Ah, sicher. Ja. So. Doch, ich hatte Katzenfrau. Jumpen wir doch mal hier hin. Ich glaube, es wäre intelligenter gewesen, nach Agatha reinzugehen. Ja. Hä? Wieso? Hier gibt es doch auch einen Tunnel, der dahin führt. Ja, zwei. Du musst aber nach Blue Mountain und erstmal kommst du nach Savage Coast. Außer du gehst neben den anderen Tunnel. Ja, aber da musst du auch ewig hinlaufen. Ich bin gleich da. Ja, ich bin schon in Agatha. Also ich bin ja schon am Ladebalken zum Blue Mountain. Es ist hier ein Wettrennen, Leute, wisst ihr? Wir spielen hier eigentlich nicht, um die Quest zu machen. Wir wollen einfach nur schneller am Quest-Ziel sein. Okay, dann will ich aber fairerweise, dass ihr euch auch Handicaps besorgt. Ich hab den Ladebalken. Wir haben doch dich. Den Tops. Auch. Das Problem habe ich doch auch. Ich habe meine Grafik schon auf hoch runtergestellt. Das musst du jetzt sagen. Was für ein Handicap. Ich klatsche für dich. Ja, jetzt. Ike, irgendwann mit Anlauf meinem Knie in deinem Gesicht. Irgendwann. Jetzt ist es auf YouTube verewigt. Die Drohung kannst du jetzt hier bei der Polizei einreichen.
Es gibt keine Beweise. Weißt du, wenn Grezzard irgendwann... Jetzt gibt es einen Beweis für die Drohung. Nein, es muss erst auf YouTube hochgeladen werden. Und bis dahin habe ich noch Zeit. Inzwischen kommen noch ein paar Minütchen, ne? Nein, da kommen noch ganz viele Videos. Also wenn der Grezzard irgendwann mal verprügelt in der Ecke liegt, wisst ihr, wer es gewesen ist, Leute. Nur wenn es ein Knie im Gesicht war. So fair müsst ihr wenigstens sein. Du musst aber nicht zu mir kommen und sagen, oh, ich brauche ein Alibi. Das zieht nicht mehr. Da brauchst du dir keine Sorgen machen, dafür habe ich andere Leute. Oh Gott. Das Gruseligste daran ist wahrscheinlich für dich, dass du mir das sogar glaubst, ne? Weißt du, was auch gruselig ist? Dass hier bei der Katzenlady noch zwei Quests offen sind, die wir nicht gemacht hatten damals. Ja, weil jemand der Meinung war, man sollte lieber weiter kreuz und quer questen und ich nicht weiter dazwischen reden wollte. Oh, wir hatten einen Ackab mit in den Hans Haus gebracht. Überraschung. Seit wann kommen die mit ins Haus? Überraschung. Der war gut. Ja, der kam auch richtig gut. So, auf dem Anwesen nach den Leuten suchen. Musste man da nicht nach draußen? Ja. Hinten zum wirklich netten Pool, der ganz lange nicht gereinigt wurde. Oh. Eine alte Frau, eine alte Dame, alleine auf dem Anwesen. Umzingelt von Katzen und Geistern. Wer soll denn bitte schön die Arbeit machen? Ja, Malael, der will doch immer den Frauen helfen. Na danke. Da läuft ja eher den Frauen hinterher. Ich hab's nicht so mit Geistern. Er hat's nicht mit Geistern, er hat's nicht... Egal. Was? Los weiter, jetzt bin ich selber neugierig. Elena Zelikowski hat mir in der Stadt den Weg für meine Arbeit bereitet. Ich erzählte früher, ich hab's nicht mit, das nächste wird mir interessiert, um magische Schneekugeln zu verkaufen. Ihr Geist war immer sehr gesprächig. Vielleicht weiß sie etwas mehr. Okay. Wir müssen wieder raus. Oh, dieses Quietschen. Ja. Das war ich nicht. Aber wir müssen erst nach oben, ne? Ja, ja, ja. Nein. Ich? Hast du das Buch schon aufgehoben? Ja. Dann darfst du nach oben. Sag ich doch. Ja, weiß ich denn das, ob du da schon unten warst? So, der Nein. Code muss, weiß ich aber nicht mehr. Ja, 19. Ja. 57. Und Kinder, wenn ihr keine Terror habt, dann habt ihr was falsch gemacht. Nein, das kann man auch in der aktuellen Lore hier irgendwo suchen. Ich müsste es nochmal raussuchen, ob es das Feuer war. Franklin anwesend. Jedenfalls, wenn man die Lore von Franklin anwesend zusammen hat, da gibt es einen Tweet und da steht auch eben die Zahl drin. Okay. Nur, dass das ihr auch wisst, wie man drauf kommen könnte. So, und jetzt müssen wir zu diesem komischen Viech hier, das ihr hier in dem Bild seht, im Ladebildschirm auf Doom. Was der Maler eh wahrscheinlich 10 Minuten lang sehen musste, als er das gemacht hat, dieses Quest hier. Oh nein, das ging eigentlich. So, der Grezzard ist wenigstens freundlich, ist sie mit mir hier drin? Ich bin noch auf dem Weg. Alles klar. Soll ich auch mit reinkommen? Ja klar, komm rein. Wozu bin ich eigentlich dabei? Karl macht Gesichtskontrolle hier. ja, dann komm ich rein. Siehst du? Ich komm da rein. Wenigstens beim schönen Make-up mit meinem schönen. Das sind wir schon per Du. Jetzt greift mir Karl schon die Frauen weg, ey. Der ist doch so schnuckelig. Ja. Er ist nicht schnuckelig, er ist ein bösartiges, verwöhnte Best. Eine bösartige Bestie, eine verwöhnte. Was denkst du, warum er mir so sympathisch ist? Du magst Verwöhnte? Pass auf, jetzt passt er sich gleich an. Darum ging es jetzt gerade gar nicht. Aber okay, lass mal das machen.
So, hier kommt jetzt ein ekliges, pelziges Vieh. Das ist nicht eklig. Doch, guck dir das mal an, wie eklig der ist. Der ist cool. Zoom mal näher. Und feige, jetzt läuft er nicht weg. Terror wird mit ihm kuscheln. So, Grazard versucht ihn jetzt zu töten, während ich hier weiter in die Katakomben vordringe. Und ihr könnt das an dem Klicken hören, dass er genau versucht, ihn zu töten. Los, Grazard, mach ihn fertig! So, und hier gibt es viele Bücher, aber nur ein richtiges, tolles Buch. Ich glaube, wir übersehen etwas. Ich muss sagen, die Straße und die Landschaft sind echt hübsch. Nicht, was drunter ist. Wenn man sich mal die Zeit nimmt, die zu beobachten. Ja, Kingsmouth ist nicht der wichtigste Ort der Welt. Oder der schönste oder sauberste. Und nicht der freundlichste. Was erwartest du? Wir sind in einer Gruft. Ich erwarte, dass die Leichen hier nicht so offen rumliegen. Ja, das hat ja auch jemand aufgemacht. Ja, und das war dieses eklige Katzenvieh. Die haben dieselbe Funktion wie Duftkerzen. Das ist kein ekliges Katzenvieh. Also. Duftkerzen. So, ich bin da. Wir sind fertig. Wir kommen jetzt raus. Razard, hast du ihn denn gekriegt? Leider nicht. Schade. Jetzt geht er raus, ne? Quest kann nicht weitergeführt werden. Ist tot. Also ich könnte mal meine XP zünden hier. So. Oh ja, gib auch mal her. So, einen Weg finden, Siabras Hauch zu erlangen. Dafür müssen wir jetzt hier Inkredenzien sammeln. Weißt du auch noch welche? Der Grazard läuft nämlich, glaube ich, gerade nach London, oder? Bist du unterwegs? Ich wollte mich nach Ägypten bewegen. Dann gehst du nach Ägypten, okay. Dann Ich geh hier zum Portal. Du gehst hier zum Portal. Ja, da musst du doch später sowieso hin. Und Terra läuft nach London? Ich bin jetzt gerade auf dem Weg nach Agatha und dann kannst du ja erstmal zu mir kommen. Ja. Das ist das Tolle daran, wenn man mit mehreren Leuten spielt, man kann sich hier untereinander porten. Das kostet einem dann nichts. Genau. Und manchmal ist man sogar früher aus dem Ladebildschirm raus als der andere. So wie, ja, wahrscheinlich wenn man mit jetzt. Terra oder Malael zusammenspielt. Hey, dann hat er aber die Chance, zumindest schon mal nach London zu gehen, weil er muss ja nochmal so oder so eben. Während ich im Ladebildschirm bin, hat er die Chance, das Spiel durchzuspielen. Und nachher, komm. Ach komm, jetzt übertreibst du wieder. So, hier habe ich euch ja letztes Mal schon erzählt, wenn ihr euch hier reinstellt, passiert rein gar nichts 5 Stunden lang oder so. Ich weiß auch nicht, warum die da immer zusammenstehen. Ganz am Anfang hat es mal was gebracht, da wo der Koali Geld hatte. So, Transferbahn. Du bist Koali, du bist YouTuber, du bist doch sowieso reich, du hast mehrere Yachten und alles. Genau. Das vergaß ich. YouTuber haben alle mehrere Yachten und Häuser und einen. Noten. Nein. Bitte was? Nein. So. Ja, jetzt komm mir nicht, das ist nicht kinderfreundlich. Das ist ein hoch angesehener Berufszweig. I don't think so. So. Hier rein und hier gibt's Zutaten, nämlich eine Chicorée-Wurzel brauchen wir von der guten Frau hier, ne? Genau. Die kaufen wir, also ihr braucht mindestens 500 Packs dafür, aber die sind ja schnell zusammengespart. So. Der Grazard hat wieder irgendwelche Gegner. Er macht den Weg frei. Wir machen den Weg frei. Grazard. Oh.
Irgendwann trete ich mal, wenn Wetten, dass wieder aufgelegt wird, auf und kann das Tastaturengeräusch von mehreren Mitspielern in der Secret World unterscheiden. Oder am welche Taste war das? Am Tastaturgeräusch erkennen, welchen Gegner sie gerade bekämpfen. So. Oh, scheiße, schon wieder tot. Wo seid ihr denn jetzt? Ich bin im Ladebild zum Schattenwald. Du kannst eigentlich gleich schon zu mir kommen, ja, damit du dir den Baldrian holen kannst. Genau, Baldrian zur Beruhigung. Ja, ja, ist wie Katzenminz. Musst du ja auch nicht essen, ist ja für Katzen. Ja, deswegen ja. Ja, du kannst dich zu mir bringen, porten. Ich bin ja mal gespannt. Also ich kann ja als Thumbnail für diese Folge dieses Katzenfoto oder so nehmen. Ja. Ja. Und, willst du etwa eine Hassherale gegen meinen Katzengott aufbringen? Nein, würde ich nie tun. Okay. Deinen Katzengott, okay. Ja, gegen meinen Katzengott. Deinen eigenen persönlichen Katzengott. Natürlich, den habe ich immer im Keller. Ein Hoch auf die Tarntechnik. Wieso? Ach, du warst ja mit dir noch nicht da. Was? Wie wo? Ja, ich komme schon hoch zu dir, damit du Schutz hast. Wartet mal kurz, Auszeit. Meinst du damit, du betest den Katzengott an? Ja, unter anderem. Ich bin auf deiner Seite, ich halte nichts von Religion, Pali. Ich bin auf deiner Seite. Ich habe mich jetzt, glaube ich, gerade ziemlich verrannt. Ja, weiter runter. Dann sehen wir uns. Ja, da vorne läufst du, ich sehe dich. Stopp, rückwärts. Rückwärts. Hier. Yeah. Ja. Ich glaube nämlich, die Viecher hier sind noch ein bisschen zu stark für die gute Eukalypte. Also meinst du, warum ich zu dir gekommen bin? So, dann hast du die Anima-Quelle und... Hier unten gibt's Zeug. Genau. Ja. Baldrian. Oh, es ist doch nur besonderer Baldrian. Also was heißt nur? Es ist besonderer Baldrian. So, und dann gehen wir einmal hier nach Agatha wieder zurück, damit wir das Tor auch freischalten für sonstige irgendwelche Eventualitäten. Und dann können wir uns zum Grezzard porten, der hoffentlich den Weg freigemacht hat. Ja, ich hoffe. Ihr seht eine total spannende Quest, die aus Ladebildschirmen besteht. Mein Leben. Aber es gab noch einen, die ist noch Ladebildschirm intensiver. Die machen wir vielleicht auch nochmal, aber nicht in dieser Folge. Und mit Eukalypta wirst du die auch noch nicht machen können. Ich habe 3 Anrufe, das heißt, ich müsste sie eigentlich machen können. Die hier im Stillen? Dann musst du nach Tokio. Ja, kann ja sein. Ich habe noch die Verbundene und David's Creed. Wenn wir nach Tokio gehen, ziehe ich meinen Tech Equip aber nicht an. So, auch hier sind wir nur ganz kurz gewesen. Ich nehme hier mal nichts an. Ach so, Grezzard. Mhm. Ich habe hier noch keine Jump-Punkte. Oh, einen habe ich. Ganz oben rechts. Aber sonst... Und ganz unten rechts. Aber man kam ja auch aus dem normalen Portal raus und hatte das relativ fix, ne? Nein. Nee, du musstest oben links eigentlich. Den Fenster musst du. Also Mitte links. Ach, ist ja, das. Ja, ich erinnere mich. Deswegen komme ich ja jetzt zur Unterstützung. Yep. Hallo.
Hallo? Grayzard ist an mir vorbeigelaufen. Das machst du ja auch gerne. Sowas. Also zeig nicht mit dem Finger auf andere. Deswegen sagte ich ja Hallo. Damit er eben... Jetzt läuft er einfach weiter. Das kriegst du auch hin. Worauf möchtest du denn warten? Auf die Terra. Die hier auch in der Anima-Quelle ist. Die ist doch schnell da. Guck mal. So, und jetzt sind wir zu dritt und keiner kann uns was... So, dieses Gebiet werdet ihr dann demnächst auch sehen können. Das ist eigentlich ganz cool hier. Ich fand es eigentlich ganz witzig. Bis auf eine Stelle, die fand ich nicht so gut. Die mit dem, wo man immer sterben muss. Aber gut, das werden wir ja auch noch machen müssen. Oh ja, die war richtig cool. So. Falls ihr übrigens auch momentan auch The Secret World spielt, achtet mal ein bisschen auf komische Stimmen von Radios. Das ist ganz witzig. Mhm. Oh, Wissen. Koali, darf ich kurz mal ein bisschen gemein sein? Ja. Wieso redest du eigentlich in der Mehrzahl? Im Grunde hast du doch nur einen Zuschauer abgesehen von mir. Ja, ich rede zu dir dann und zu dem anderen. Ah, okay. Und zum Willan, der guckt auch manchmal. Ja, okay, mein Fehler. Und vielleicht gucken das ja irgendwann mal mehrere. Ja, wenn du so 10.000 Abonnenten hast. Okay. Ich muss mal was überlegen, genau hier lang. Ich freue mich schon auf die ganzen Beschwerdeschreiben. Ich habe noch nie Beschwerdeschreiben gekriegt. Oh, ich doch schon der eine, hatte ich dir doch erzählt. Ja, du. Weil ich ja so frauenfeindlich bin. Angeblich. Ja, wir haben ja jetzt eine Frau dabei, die kann das bestätigen. Wohl eher widerlegen. Hä? Oder Terra, ich bin noch nicht frauenfeindlich. Nein. Nein, überhaupt. Die Tonlage gefällt mir gar nicht, junge Dame. Lern, wo der Platz ist. Komm mal hierher, du auf dem billigen Platz da hinten. Okay. Mimimi. Alles klar. So, ich hab's schon. Danke, Grizzard. Der musste ja alle drei Sachen zusammen tun. Oh, hallo. Ja, Malayan hat wieder eine Frau gefunden. Ja. Eigentlich eine Eule. Eine Eule? Ja. Oh, wie die guckt. Oh, putzig. Ich nenne dich Rasputin. So. Dem Schleier am Stein der Dämmerung zerreißen und wie wir alle wissen, ist dieser in Blue Mountain. Nö. Und da sind bestimmt die Terra gerade schon hin unterwegs. Ich bin da doch schon die ganze Zeit, ich warte da der doch. Malael ist da. Na gut, dann porten wir uns zum Malael. Ich dachte schon, wo lungert der rum, der Kerl? Ist er immer noch im Ladebildschirm? Ernsthaft jetzt? Und ihr sagt, ich übertreibe es. So, hier ist so ein Du hast doch schon wieder fremden Frauen hinterher geguckt. Hab ich nicht, nur eine Eule. So, hier ist so ein komisches Portal. Ihre Haut kribbelt. Also dass ich so eine Wirkung auf Frauen habe, ist nur neu. Und dann muss man diesen Staub doch benutzen, nicht wahr? Ja. Du musst vorher noch anbeten. Ach ja, wir müssen ja beten. Oh, man sollte auch auf. Ja, du betest für 7, genau. Ey. Wird das nicht mit A geschrieben? Schreib doch einfach normal beten, auf Deutsch. Weil du meditierst ja jetzt. Ja, ich weiß.
Ich helfe dir doch nur für den Katzengott, ich bete ihn an. Jetzt auf einmal, eben machst du noch gegen ihn. Ah, mir ist eingefallen, das könnte... Das so. Könnte, ey. Bricht senden, mitnehmen, was uns da gegeben wird. Und dann... Quest unten annehmen und rein. Können wir auch, das die habe ich automatisch jetzt schon. Okay. Können wir hier rein, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Boah, was ein Cliffhanger. wenn es wieder heißt, Terra May, Grezzard und Malael folgen Eukalypta in den Tod. In den was? Das habe ich so nicht unterschrieben. mit Gang, mit gefangen. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Have fun, euer Koala. Tschüss.